Ich denke mal, wenn man nach 10 Minuten aufs Eckballverhältnis geschaut hat und der Ober stand 0:4, dann sieht man, dass uns der Gegner halt alles abverlangt hat, richtig Druck ausgeübt hat. Wir sind dann mit richtig in die Zweikämpfe gekommen am Anfang. Mussten unglaublich viel marschieren, weil sie durch gute Ballstaffetten öfter die Seiten wechseln konnten. Ich denke mal, vom Tor waren wir in der ersten Halbzeit sehr effektiv, aber trotzdem, was wir halt schwach gemacht haben oder wo wir ein bisschen Entwicklungsfeld haben, ist einfach, das konnte zu Ende spielen. Wenn man ein sensationelles Umschaltverhalten hat, schon an den Tag geht nach Ballverlust. Aber so der letzte finale Pass hat uns noch gefehlt, sonst hätten wir vielleicht noch das eine oder andere Tor mehr schießen können. Man darf aber jetzt auch nicht so blauäugig sein und die Qualität der Wiesbadener da in Frage stellen, weil wenn man schaut, was die nach Standardsituationen für Riesenchancen gehabt haben, wo wir immer auf der Linie dann gerettet haben, oder das ist meine Armkopfspannung oder wie auch immer, dann hätte man gut und gerne das eine oder andere Tor noch fangen können. Hat es dann vor allem, nachdem sie einmal weniger waren, gemerkt, dass wir brutal marschieren mussten und so die letzten 10 Minuten sehr viele Abspielfehler gemacht haben, weil wir schon richtig platt waren und deswegen sind die auch noch fast zum Anschluss treffen.